Hallo, ich bin Manfred. Ich sehe nicht nur super aus, ich bin auch noch total klug und ich erzähle so wahnsinnig gern. Also, ich bin zwar eine Stoßratte, aber ich kann sprechen. Ja, logisch, das hörst du ja. Und ich bin ab jetzt dein allerbester Freund. Da kannst du gar nichts gegen machen. Okay? In einem kleinen Apfel, da sieht es lustig aus. Da drin sind, und weg ist es. Nochmal, in einem kleinen Apfel, da sieht das lustig aus. Es sind darin 5 Kämmerchen, nochmal nachgucken. Es sind darin 5 Stübchen. Stübchen, gerade wie in einem Haus, die da. Okay. In einem kleinen Apfel, da sieht es lustig aus. Es sind, und weg ist es. Ich kann das nicht. Also Leute, hallo übrigens, hallo. Seht ihr, ich bin so fertig. Hallo mein Freund, hallo meine Freundin. Kennt ihr das auch? Oh, Gedicht auswendig lernen und ich krieg das nicht in meinen Kopf. Echt, ich bin da irgendwie zu doof zu. Ich vergesse das alles. Irgend so ein Mist um irgendein Appel. Ach Mensch, Leute. Und Henry, mein allerbester Freund Henry. Also warte mal, der ist echt klasse. Der kann das. Der hat mir ein Band geschickt und darauf spricht er das. Und darauf macht er das. Und das macht er echt gut. Der kann das auswendig. Ich mach euch das mal vor. In einem kleinen Apfel, da sieht es lustig aus. Es sind da drin 5 Stübchen, gerade wie in einem Haus. In jedem Stübchen wohnen 2 Kärnchen schwarz und fein, die träumen dort und liegen von warmen Sonnenschein. Sie träumen auch noch weiter einen wunderschönen Traum, wie sie wohl werden wachsen zum großen Apfelbaum. Ah, macht er das nicht toll? Der kann das echt auswendig. Also, in einem kleinen Apfel, da sieht es lustig aus. Da sind darin 5 Stübchen. In jedem wohnt eine Maus. Und weg ist es. Ich kann das nicht. Und ich habe das so und Frau Söller gesagt. Warum nur? Ich mag keine Äpfel, da sind immer Würmer drin. Ich sag euch, immer Würmer. Außer im Gedicht ist Blödsinn, das habe ich ihr doch gesagt. Und dann hat Frau Söller gesagt, Manfred, und ich, Frau Söller, können wir nicht ein Gedicht über Pizza oder Soko-Kekse machen? Also da wissen wir doch wenigstens, wovon wir reden, Äpfel, wirklich. Und Frau Söller, wirklich? Natürlich. Also, Manfred, wir machen das jetzt und du hörst auf, immer zu meckern. Ich meckere doch gar nicht, habe ich gesagt. Ich meckere überhaupt nicht. Ich finde bloß, also ganz ehrlich, in einem kleinen Apfel, da sieht es lustig aus. Also wenn sie das Ding aufschneiden, ja, dann wird das braun innen. Was ist daran lustig? Oder es sind darin 5 Stübchen. Also wirklich Stübchen. Das ist auch wieder so ein Ding, als ob die Apfelkerne da im Kissen liegen und zugedeckt werden mit einer Bettdecke. Also ganz ehrlich, das fand ich doof. Und dann hat Frau Söder gesagt, ich kann nicht mehr, stille Ecke, du, raus. Und ich, Gott sei Dank, endlich habe ich meine Ruhe. Ja, daraufhin hat sie gesagt, ich muss mit deinem Vater sprechen, aber soll sie, ne? Trotzdem muss ich immer noch dieses doofe Gedicht lernen. Ach, wisst ihr was? Annika war toll. Die kam gestern dann aus der Schule, nachdem ich mich in dieser blöden, stillen Ecke da rumgestanden habe. Und dann habe ich zu Annika gesagt, ich bin fix und fertig. Ich soll das Gedicht lernen und überhaupt. Und dann hat sie gesagt, alles mal runterfahren. Wir machen jetzt was ganz anderes. Du machst jetzt erstmal Pause. Du hast dich aufgeregt, das wird jetzt sowieso nichts. Weißt du, was du mal machst? Du hast lange keine schönen Sonnenblumen mehr gemalt. Du gehst jetzt mal raus und malst eine Sonnenblume. Legst dich ins Gras und machst das. Und da habe ich gedacht, oh ja,
Sonnenblume malen. Ich habe so lange nichts mehr gemalt. Dann habe ich mal eine Sonnenblume gemalt. Und dann habe ich auch noch einen Löwenzahn gemalt und ein bisschen das Gras gemalt. Und dann kam ich wieder rein und habe gesagt, das war eine super Idee. Ich habe jetzt alles da draußen gemalt, was grün ist und was gelb ist. Oh, das war so schön. Aber was hast du da? Annika. Und sie, Manfred, mein kleiner Schatz, guck mal, das ist ein Apfel. Und dieser Apfel ist genauso Teil der Natur wie dein Löwenzahn oder deine Sonnenblume. Ah, habe ich gesagt, jetzt kommt sie auf die Tour. Ja, Annika, meine Maus, das ist schon richtig. Ja, hat sie gesagt, ich möchte nur, dass du dir den Apfel anguckst und dann auch malst. Hier, neben deine Sonnenblume. Naja, habe ich dann gedacht, also, das ist ja mal was anderes. Ich meine, ich esse die Dinger ja auch. Wenn die geschält und gesnippelt sind, dann ist da ja auch kein Wurm mehr drin. Aber sonst sind da immer Würmer drin. Das ist echt eklig. So, Leute, jetzt muss ich immer noch lernen. Ich kann mich hier mit euch ja nicht im Snack aufhalten. Also, in einem kleinen Apfel, da sieht es lustig aus. Es sind darin fünf Stübchen, gerade wie in einem Haus. In jedem Stübchen wohnen. Ja, irgendwer wohnt da. Ich kann mir das nicht merken. Tilly! Tilly! Oh Gott! Manni! Mensch! Du musst mir helfen. Oh, ja, das glaube ich dir. Ich habe gerade auch mit Frau Schöller telefoniert. Du hast was? Mit Frau Schöller telefoniert. Deswegen warum machst du das immer? Sie hat mich angerufen. Entschuldigung. Die macht sich Sorgen um dich. Ah. Hm. Ja, weil sie hat gesagt, ich musste Manfred heute sogar in die schelle Ecke packen, weil der war so aufgeregt. Ja, aber das und ist doch nicht neu für dich. Nein, also komm, schelle Ecke ist, ich kann zwar verstehen, weil du quasi ja jeden hier so irgendwie in die Ecke, aber das machst du aber auch, mein Lieber, ich kenne dich. Das ist doch deine Taktik, wenn du irgendwas nicht willst, dann quatschst du so lange die Leute an, bis sie sagen, okay, komm, du kriegst das, was du haben willst. Ja, ne? Ja. Hast du das schon durchschaut, ne? Und Frau Schöder hat das nämlich auch durchschaut. Das war gar keine Taktik. Ich habe nur gesagt, das Gedicht ist Murks. Mhm. Und dann hat sie gesagt, das will sie jetzt nicht hören. So. Sie will da nicht drüber diskutieren. Los. Mein lieber Stille Manfred, Ecke es ab. Ist leider so, glaube es oder glaube es nicht, dass auch ich und auch Annika und bestimmt auch Frau Schöder, wir so manchmal am Tag irgendetwas machen müssen, wo wir überhaupt keine Lust zu haben. Glaub mir. Also, nur Papierkram, Briefe schreiben, blöde Telefonate. Mag keiner und es muss trotzdem gemacht werden. Das ist alles Erwachsenenkram. Ja, es gilt aber leider auch für Kinder, beziehungsweise Kinder müssen das auch lernen, dass in gewissen Rahmen Sachen, zum Beispiel in der Schule, gemacht werden müssen. Du musst eben aber zum du Beispiel kannst dir ein doch Gedicht, lass mich bitte ausreden, ne? Du kannst zum Beispiel 22. Ich merke schon, du blockierst, mein Lieber. Ja. Hm. Das heißt, das, was ich dir erzähle, geht in dein eines Öhrchen rein und aus dem anderen wieder raus. Ja, wenn du möchtest, auch noch aus dem Mund. Das ist, ich kann mir diesen Mist nicht merken. Hm, du willst. Ich will mir diesen Mist nicht merken. So, das ist der Unterschied. Du kannst es, weil du bist intelligent. Du bist ganz klug. Danke. Ich bin ich bin zu klug für diesen Fall. Ja, siehst du, und da kommt schon wieder, dass du hast da keine Lust zu. Nein. Und da hat Annika das schon ganz, ganz richtig gemacht, als sie gesagt hat, komm, wir machen erstmal was, was dir Spaß macht. Und dann machen wir etwas sozusagen, was auch noch nicht so schlimm ist, nämlich ihr habt ja versucht oder du hast einen Apfel gemalt. So. Ja, und dann wollte sie so ganz langsam anfangen. Mhm. Dann habe ich gesagt, ich durchschaue dich. Und dann hat sie gesagt, da gibt es auch nichts zu durchschauen. Warum können wir denn jetzt nicht so ganz langsam zusammen da so Zeile für Zeile und mal uns unterhalten, was das eigentlich bedeutet und so. Dann habe ich gesagt, ich finde das einfach, nee. Ja, und dieses nee, das verhindert, dass du überhaupt nur ein ganz bisschen auswendig lernst. Das ist alles so auf so, weißt du, in einem kleinen Apfel und so. Und dann sieht das lustig aus. Und das ist so, Ja, das ist naja, eigentlich ist es aber auch niedlich, ne? Du findest doch auch viele Sachen niedlich. Yeah. Du findest doch zum Beispiel auch die Hutzeln niedlich. Ja, ne? Ja. Die sind auch ganz klein. Ja, das stimmt. Also, ja, das es geht darum,
dass, auch wenn man Sachen nicht mag, versucht sich nicht zu blockieren, die sich ein bisschen angenehmer zu machen. Also wenn man merkt, ich kann das im Moment gar nicht, dass man ganz was anderes macht, wie zum Beispiel eine Sonnenblume zeichnen oder durch die Gegend hoppeln oder irgendwas Schönes machen. Yeah. Und dann aber sagst du, und jetzt gehe ich ran und versuche mir die Sache auch ein bisschen interessanter zu machen, ein bisschen schöner zu machen. Ja, je mehr du blockierst, umso schwieriger wird es. Das stimmt. Annika hat gesagt, es wird toll, einmal, wenn ich mir das näher angucke, wenn ich einen Apfel auch anfasse und wenn ich mir den näher angucke, also auch mal und wenn ich ein Stück esse und so. Und dann habe ich gesagt, ich ekel mich so davor, wenn die gesnippelt sind und so und sind in meiner Brotdose, dann sehen die nicht mehr so nach Apfel aus, dann geht das. Aber sonst... Ich habe immer Angst, weil da sind immer, immer Würmer drin. So, wie viele Würmer hast du denn in deinem Leben gefunden in einem Apfel? Naja, die sind ja gesnippelt und gesehen. Wie viel hast du gesehen, gefunden in einem Apfel? Weiß ich nicht. Ich glaube nämlich gar keinen. Ich glaube, dass du in deinem Kopf dir diesen Wurm ganz, ganz groß und ganz gefährlich ausgemalt hast, dass du noch einen Grund mehr hast, dich nicht mit Äpfeln und nicht mit dem Apfelgedicht zu beschäftigen. Das machst du vielleicht ganz gar nicht so bewusst, das passiert so automatisch. Und dann sagst du eben, nee, also egal wer, einen Apfel mit Würmern esse ich nicht. So. Dabei haben Würmer durchaus auch eine ganz gute Funktion. Die sind sinnvoll in der Natur, wie alles in der Natur sinnvoll ist, wie Ratten auch sinnvoll sein können in der Natur, so auch Würmer. Und das ist jetzt einfach auch wieder so eine Idee, die sich in deinem kleinen Kopf festgesetzt hat. Yeah. Und die müssen wir da auch wieder ein bisschen rausbekommen, indem man den Wurm zum Beispiel so sieht, wie er ist, nämlich als nützliches kleines Tierchen und sich auch klar macht, die meisten Äpfel haben keine Würmer. Annika hat gesagt, wenn wir die im Supermarkt kaufen, sowieso so eher nicht. So. Das sind eher die Bio-Äpfel, die wir beim Bauern kaufen. Genau, weil die Bio-Äpfel beim Bauern, die sind eben nicht gespritzt. Das machen so einige Bauern, damit eben keine Würmer da reingehen. Aber es ist auch ein Zeichen, wenn da mal ein Wurm drin ist, dass der Apfel sehr gesund ist, dass der Apfelbaum auch sehr gesund ist. Echt? Weil ein Wurm wird sich nie in einen Apfel verbeißen, wenn der ungesund ist oder wenn er voller Chemie ist. Das heißt also, wenn ich einen Apfel esse, wo ein Wurm drin ist, dann weiß ich, der ist nicht, da ist keine Chemie drin. So. Das habe ich nicht gewusst. So. Also trotzdem, du hast recht, ich esse auch, wenn ich einen Apfel esse, will ich einen Apfel essen. Und wenn da ein Wurm ist, dann pule ich den raus und setze ihn aus. So. Ja. Du hast völlig recht, aber das haut mich jetzt um. Dass ein Apfel gesund ist, wenn da ein Wurm drin ist. Ich habe immer gedacht, ein Apfel, wo ein Wurm drin ist, ist was ganz Schlechtes, ganz Schlimmes. Also grundsätzlich Äpfel, die ganz toll aussehen und ganz poliert sind und ganz, ganz wie so ein gemalter, toller Apfel aussieht, die sind oftmals ganz, ganz voll mit Chemie. So. Ja, damit keine Würmer drin sind. Genau, ne? Aber es ist viel gesünder, weil der Apfel wandert ja auch in deinen Körper, in deinen Bauch, dass der Apfel nicht mit Chemie voll ist und dass der einfach dann gesünder ist auch für dich. Aber ich habe eine Idee, wie ich deine Blockade, sowohl was Würmer angeht, als auch was Äpfel angeht, verringern kann, austricksen kann. Und zwar mit einer wunderbaren Geschichte. Die wird dir gefallen, ich bin sicher. Darf ich wieder auf mein Kissen? Ja, natürlich, komm. Geh. Hoppeli, hoppeli, hoppeli. Ja. Ich mag das. Ja, ich weiß. Das finde ich zu schön. Und das ist auch schön. Und du wirst auch wieder jetzt sehen, dass du gut liegst. Ja. Yeah. Dass du bequem liegst. Ja. Yeah. Und dass du Stück für Stück jetzt mal Frau Schöller und den Apfel und die Schule mal vergisst. Yeah. Und einfach nur spürst, wie schön weich und angenehm warm das auf dem Sofa ist. Ne? Ich hab mein Kissen so gern. Wenn ich denn hier liege und du erzählst mir was. Wunderbar.
Und ich habe mir gedacht, wir gehen mal wieder in Richtung Hutzeldorf. Du weißt ja noch den Weg. Ne? Du gehst ja hier raus aus der Tür und dann gehst du in Richtung Wald und dann den Waldweg bis zur Lichtung. Mit den blauen Blumen. Mit den blauen Blumen, die immer noch duften. Und das ist ein warmer, sonniger Tag, aber angenehm. Mhm. Und ein bisschen Wind. Und dann kommt die gelbe Blume. Dann kommt die gelbe Blume. Und dann kommt die Lichtung mit den lilafarbenen. Genau, und die Lichtung mit den lilafarbenen, ja. Und da siehst du auch noch so ein paar kleine Bienchen rumfliegen. Ja, das ist aber keine dabei, die du kennst. Nein, aber es ist so angenehm und schön. Aber du willst ja deinen Hutzelfreund besuchen. Yeah. Und du gehst nach der Lichtung weiter. Es wird immer angenehmer und immer schöner und du freust dich auch schon. Und hey, da siehst du schon das Hutzeldorf. Ja, wow, und das ordentlich was los. Mensch, sind die fleißig. Da siehst du ganz viele Hutzel mit kleinen Schubkarren. Und die sind voll mit Äpfeln. Und noch ein Äpfel und noch und noch. Und da werden Äpfel geschnitten und da werden Äpfel gekocht. Und das riecht so gut. Irgendeiner packt einen Apfelkuchen. Hey. Und guck mal, da hinten, das Hutzel 12. Guck mal, der sieht dich. Moin, Manni, Mensch, Jung. Was machst du denn? Ja, so schön. Ja, geht's dir gut? Ja, ich soll ein Apfelgedicht auswendig lernen. Ja, das ist doch toll. Guck mal, also das passt ja, ne? Wir sind ja hier bei der Apfelernte, siehst du das? Haben alle Hände voll zu tun. Und weißt du, du kommst wie gerufen, du. Jo, weil wir haben hier so ein paar große Äpfel und wir sind ja nur so klein und die kriegen wir einfach nicht kaputt gehauen. Und vielleicht kannst du uns ja nachher ein bisschen helfen, ne? Ja, natürlich helfe ich euch, aber was macht ihr mit den Äpfeln? Du, das ist ganz wichtig für uns. Guck mal, jetzt ist ja bald, kommt ja bald der Winter und das ist kalt und die Äpfel, die brauchen wir zum Leben. Ja, wir ernähren uns im Winter ganz viel von Äpfeln. Oh, und ich kann dir sagen, du kannst tolle Sachen mit Äpfeln machen, Manni, das glaubst du nicht. Also du kannst ein schönes Apfelgelee machen, weißt du, so schön dann auch. Und du kannst ja auch noch so einen schönen Apfelkuchen machen. Oh, das ist auch so lecker. Und du kannst aus Äpfelbonbons machen, du. Und also so unter uns, wir sind ja ein bisschen größer schon, also ein bisschen älter wie Hutzel, ne? Guck mal, ich bin ja 85, ne, sieht man mir nicht an, aber ich bin im besten Hutzelalter, ne? Die werden ja auch, wir werden bestimmt so um 200 können wir schon werden. Also, dann machen wir uns auch mal so einen kleinen Apfelschnaps und wir machen auch ein bisschen Apfelwein, das geht auch. Und wenn wir dann so abends zusammensitzen, du, dann trinken wir auch so einen kleinen Finger und so ein kleines Schnäpschen oder ein kleines Gläschen fallen und dann singen wir und tanzen wir und das ist so schön. Und nur, weil das Äpfel gibt, ja. Also was hast du für ein Problem mit dem Apfel? Da sind Würmer drin. Ja, Gott sei Dank. Ja, Würmer sind doch so wichtig. Manni, wir mögen Würmer. Ja, wir mögen die richtig gern. Wir haben sogar so ein Schild hier, kannst du das sehen? Da die meisten Würmer, die schnacken irgendwie nur Englisch. Und da haben wir draufgeschrieben, Worms are welcome. Weißt du, das heißt auf Deutsch, Würmer sind hier willkommen. So, und warum? Ja, weil die sind ganz toll. Guck mal, wenn ein Apfel nicht mehr so toll ist, dann kommt der Wurm und der bohrt da so lange rum, bis der Apfel dann kaputt ist. Und dann kommt der Apfel in die Erde und dann wird er so Dünger für die anderen Apfelbäume. So. Wenn ein Apfel so groß ist und ich habe so einen Lieblingswurm, da ist Werner übrigens, das ist Werner, mein Lieblingswurm, da kommt jedes Jahr wieder, das ist ganz toll. Und ich sage, Werner, kannst du mal hier mit dem großen Apfel so ein bisschen kleinen Wurm, also ein bisschen klein bohren? Du, dann bohrt er da durch den Apfel, dass der nachher auseinanderbricht und ich habe keine Sorgen, so. Und außerdem, Würmer sind sehr anspruchsvoll, das heißt, die gehen nur in Äpfel rein, die auch wirklich richtig gut sind, weißt du? So. Dann weißt du, die Äpfel kannst du essen. Ja, also wenn es ein Wurm schmeckt, dann schmeckt der Äpfel dir auch. Also, ja. Also wirklich. Tilly hat gesagt, wenn Chemie drin ist,
dann geht ein Wurm da nicht rein. So, genau. Und Chemie, aber weißt du, die Chemie, die isst du dann auch in deinem Bauch und die bekommt dir dann auch irgendwann nicht gut. Also nee. Also Wurm, ich lasse auf meinen Wurm Werner sowieso nichts kommen, wir sind alte Kumpels. Und ich gucke mir gerne immer mal einen Apfel an. Guck mal, ach ja, guck mal, da ist Werner, siehst du, ja, guck mal, nimm mal den Apfel in die Hand und sag mal guten Tag, Werner. Hm? Du bist Werner. Ja, ich bin Werner. Ja. Das ist lustig. Ja. Also, keine Angst vor Würmern. Ja. Keine so. Aber ich würde mal vorschlagen, wir hauen noch ein bisschen rein, ne? Manni, du hilfst uns. Ja, klar. Ne? Hier hast du eine kleine Axt, so. Und dann gebe ich dir mal so ein paar große Äpfel. Und die kannst du dann mal zerhauen. Machst du das? Wie willst du den enttreiben? Na, no, mir reicht das auch eigentlich so ins Stück, aber so, dass wir die unter die Decke hängen können, unsere Wurzelhülle. Das riecht nachher so alles nach Apfel, das glaubst du gar nicht. Also, na, hau mal rein, so, und mach mal so ein bisschen. Und yeah. Wenn du nachher nicht mehr kannst, dann sagst Bescheid. Und dann setzen wir uns ganz gemütlich, nämlich ans Lagerfeuer. So. So, okay. Manni, wie ist das? Ja, das sieht schon ganz schön kaputt aus, ne? Ja, ich habe ganz schön gesuftet. Hast du? Ja, oh, ich habe ganz, ganz viele Äpfel kaputt gemacht. Guck mal, siehst du das? Ja. Da ist kein Apfel mehr übrig von dem Haufen. Oh, du bist toll. Und weißt du was? Als Belohnung, komm mal mit. Wir haben ja hier unseren Kreis um das Feuer. Ja. Wird ja langsam dunkel. Und da setzt du dich jetzt einfach mal hin. Habt ihr Apfelsaft? Wir haben Apfelsaft und... da kannst du gleich einen schönen, warmen Apfelsaft sogar kriegen, wenn du willst. So. Und guck mal, hier ist auch eine schöne Decke. Da kannst du ganz gemütlich draufsetzen oder auch ein bisschen hinlegen. So. Und du merkst ja nicht deine Muskeln. Du bist ganz schön kaputt. Ja. Yeah. Du bist bestimmt auch ein bisschen müde, ne? Yeah. Ja. Dann genieß mal das einfach hier so. Wir singen dir noch so ein bisschen was. Und das Feuer, das knistert so schön. Und das ist alles so, das riecht alles so schön nach Apfel. Nach Wald und nach Äpfeln und ein bisschen nach dem Feuer. Und wenn du willst, ein bisschen so, Und wenn du willst, kannst du auch ein bisschen die Augen zumachen. Und so ein kleines Snickerchen. Ich weck dich dann nachher auf, ne? Weißt du? Ja. Und dann ruhe dich mal schön aus, mein Lieber. Ja. Oh, ist das schön.